und gebe eine Präsentation frei. Mache die noch ein bisschen größer. Hoppla, nein, mal drauf. Falsche Button. Den brauchen wir. Jawohl. Das Ganze steht unter der Thematik Texte erlesen, mit ihnen umgehen können, den Inhalt begreifen und auch verwerten können, wenn ich einen Text aufnehme und umgekehrt, dass ich ihn auch in der Lage bin zu produzieren. Und dieses Postulat, das neue ABC der Tiere 2, ist da ganz gut behilflich. Darum soll es jetzt sozusagen gehen, dafür einen Nachweis zu führen. Gerade wenn es um das Lesen Anfang der zweiten Klasse ging, in der noch aktuellen Ausgabe, haben wir nicht selten rückgemeldet bekommen, etwa in einer großen Umfrage, die wir vor 2 Jahren gestartet haben, unter Nutzern, Nutzerinnen von unserem Lehrgang. Da bekamen wir durchaus die Rückmeldung, dass der Sprung zwischen der Fibel und dem Lesebuch 2 an der einen oder anderen Stelle ein bisschen groß ist. Das haben wir versucht zu beherzigen und natürlich auch diverse andere Dinge waren bei der Gestaltung der neuen Ausgabe mitverantwortlich. Wenn man sich generell natürlich fragt, warum gibt es denn schon wieder oder aber endlich eine neue Ausgabe, dann kann man verschiedene Gründe da ins Feld führen. Zum einen natürlich, die letzte Ausgabe passte vor allem zum Bildungsplan Baden-Württemberg 2016, also ein bisschen in die Jahre gekommen. Und es gab natürlich im letzten Jahr den Start mit Klasse 1 einer neuen Ausgabe. Da kann man schlecht sozusagen aufhören hinten dran. Insofern war mit dem Startschuss für die Einser dann eigentlich klar, es muss ja auch irgendwie weitergehen, soll auch weitergehen. Denn es gibt ja auch Rahmenanforderungen, die sich mit den Jahren entsprechend ändern. Vor 2 Jahren, glaube ich, gab es in Nordrhein-Westfalen einen großen neuen Bildungsplan. In Baden-Württemberg sind seit der letzten großen Erneuerung des Bildungsplans verschiedene Erlasse gekommen, die jetzt zum Teil auch im neuen Schuljahr sich auswirken werden. Das muss man natürlich auch mit der Zeit berücksichtigen und integrieren in die Gestaltung der Lehrgänge. Der Grundwortschatz ist einerseits über die Bundesländer hinweg ein Stück weit harmonisiert worden und hat auch in seiner Bedeutung mehr an Gewicht gewonnen. Und dann habe ich noch die Pandemiesituation aufgeführt und vor allem auch die Folgen davon. Das haben wir in verschiedenen Studien ja das Jahr über, vor allem im Jahr 2023, erlebt, dass die Befunde der Auswirkungen eher ernüchternd bis niederschmetternd waren. Auch darauf versuchen wir natürlich mit einer neuen Ausgabe zu reagieren. Wenn wir uns anschauen, was neu uns begegnen wird im Lehrgang ABC der Tiere, dann sind generell die beiden Leitmedien weiterhin das Lesebuch und das Spracharbeitsheft. Da wird es demnächst dann hinten dran auch noch ein Sprachbuch dazu geben für bestimmte Länder, die das Spracharbeitsheft nicht zulassen. Die sind aber in der Regel vom Inhalt weitestgehend identisch. Oben drüber habe ich Ihnen geschrieben die Artikelnummer, die Stellnummer. Und da ist immer wichtig, dass Sie darauf achten, dass an dieser vierten Stelle eine 7 erscheint. Bisher war das immer eine 2405 und dann die 90 für das Lesebuch, 91 für das Spracharbeitsheft. Und an dieser vierten Stelle mit der neuen 7, da ist die Erkennungsmarke sozusagen für die neue Ausgabe. Bisher waren diese beiden Bereiche Sprache und Lesen ja schon ein wenig miteinander verbunden, aber sie waren nicht so richtig eng aufeinander abgestimmt. Und das hat sich jetzt mit der neuen Ausgabe doch deutlich verändert. Wir haben beispielsweise identische Kapitelnamen, wenn auch nicht unbedingt in genau der gleichen Reihenfolge. Wir haben hier aufgelistet linke Seite,
die Kapitel, die im Teil A vom Spracharbeitsheft drin sind. Rechte Seite dann, was es im zweiten Halbjahr im Teil B geben wird. Und Sie sehen beispielsweise so ein Kapitel rund um Bücher und Medien, dass wir hier uns bemüht haben, ein Stück weit natürlich auch den neuen Ausstattungen der Schulen, an vielen Stellen jedenfalls, wie auch an den Anforderungen, gerade was die Medienbildung angeht, natürlich auch nachzukommen. Aber enge Verzahnung, das zeigt sich beispielsweise schon beim Einstieg in die einzelnen Kapitel. Der linken Seite sehen Sie hier die eine Hälfte von dem großen Kapiteleinstiegsbild, das Sie auf der rechten Seite also haben Sie, ja, rechte Seite vom Bildschirm meine ich jetzt, die Seite 4 und 5 aus dem Buch, das ist aus dem Spracharbeitsheft. Und die linke Hälfte, die gehört immer in das Lesebuch hinein. Also hier erkennt man schon jetzt hier beim Auftaktkapitel in Klasse 2 zurück aus den Sommerferien. Die Kinder sitzen im Kreis. Es geht um die Art und Weise, wie man in der Zukunft miteinander sprechen möchte, welche Vereinbarungen man treffen möchte. Da haben wir also eine klare Zusammenführung von Lesebuch und dem Spracharbeitsheft. Zunächst mal im Folgenden soll es um das Letztere, das Spracharbeitsheft, gehen. Und für diejenigen, die vielleicht noch nicht damit Kontakt hatten, generell kann man immer darauf verweisen, das ist ein Lehrgang mit einem spiralen Curriculum. Das heißt, wenn Sie erstmalig sozusagen ein Spracharbeitsheft in die Hand nehmen und gucken sich die einzelnen Bestandteile der ersten Kapitel durch, dann sind Sie vielleicht ein bisschen verwundert, weil es dort im Prinzip wie Kraut und Rüben durcheinander geht. Aber das hat seinen guten Grund. Und es gibt, ich sage mal, unterschiedliche Phasen, die man in einem solchen Werk durchläuft, nämlich solche, in denen es eher um das Anwenden von einem Gelernten geht und im anderen um das eigentliche Erarbeiten. Dann geht das auf der nächsten Stufe, auf der nächsten Rundung von dieser Spirale weiter, in gleichem Maße, und es kommt dann entsprechend weiter. Wenn wir diese Anwendungspunkte uns mal anschauen, dann haben wir vor allem, gerade im Vergleich zur Klasse 1, ist das natürlich ein enormer Unterschied, hier viele Anlässe zum Schreiben. Und die sind sehr kleinschrittig, sehr strukturiert in der Anleitung. Es geht vor allem im literarischen Produzieren um die Bildergeschichte, aber der rechten Seite auch um Anleitungen und Beschreibungen. Und daraus kann man sich schon an drei Fingern abzählen, dass man für linke und rechte Seite vielleicht auch ein Stück unterschiedliches Wortmaterial braucht und natürlich andere Herangehensweisen. Ein wenig bekannt sind mit Sicherheit auf der linken Seite denjenigen, die das schon genutzt haben in der bisher gültigen Fassung, die Themenbereiche. Bei der Kerze auf dem Balkon, also die letzte, die größte Anforderung im Bereich Bildergeschichte, das habe ich Ihnen mal hier in der neuen Fassung rausgezogen. Da sind noch nicht, glaube ich, alle Zeichnungen in den allerletzten Schliff, wie es dann in der Druckausgabe nachher auch zu erkennen sein wird. Aus dem Mädchen ist nun eine Frau geworden in der neuen Ausgabe, die den Namen Frau Schneider trägt. Und sie sitzt nicht mehr, wie bisher es der Fall war, in einem Zimmer drin, sondern draußen auf dem Balkon. Aber im Prinzip geht es weiterhin darum, dass sie in der Aufmerksamkeit erlahmt und eine brennende Kerze droht, ihre Zeitung zu entfachen. Und neben ihr ist ein zunächst schlafender Hund, der dann aufwacht und durch sein lautes Bellen die Frau dann auch entsprechend vor der Gefahr rettet. Ja, natürlich kann man sich immer fragen, sollte man sich immer fragen, wenn die Kinder in Klasse 1 ja vor allem, ich sag mal, kleinere Schreibanlässe, noch gar nicht so richtig strukturierte Sachen haben. Am Ende von Klasse 1 gibt es da verschiedene Schreibanlässe, die ja, erste Anwendungsmöglichkeiten von freiem Schreiben darstellen.
Wie kommen die Kinder in Klasse 2 jetzt dazu, dass sie solche Texte produzieren können? Das heißt, wir brauchen Grundlagen, die zunächst einmal erarbeitet werden müssen. Und die sollen dann, hier in diesem Fall sind es, glaube ich, ungefähr 35 Seiten, bis es dann in einer ersten Bildergeschichte zur Produktion und zur Anwendung des Gelernten dann kommt. In der Folge geht es darum, diese gelegten Grundlagen auszubauen, bevor es wieder zu einer neuen Textproduktion auf einer höheren Anforderungsstufe dann kommt. Und so geht das Ganze weiter mit dem Vorteil, sage ich mal, dass man nicht immer ganz von vorne wieder beginnen muss, weil das letzte sich beschäftigen damit 3 oder 4 Monate zurücklag. Ja, und natürlich brauche ich eine Hinführung, wie ich zu einem Textganzen dann kommen kann. Ich brauche ganz unterschiedliches Wortmaterial und das wird nach und nach in diesem Spracharbeitsheft den Schülern nahegebracht. Man startet natürlich mit Nomen und dann kommen die Verben, die werden gebeugt, es kommt zum Wortstamm und all diesen Sachen. Dann geht es um die Zusammensetzung von Nomen, also eine Erweiterung. Aber auch wenn wir hinten an die Beschreibungen, an die Anleitungen, auch vor allem die Beschreibungen denken, dann brauchen wir etwa auch die Wortart der Adjektive, wie bestimmte Dinge geartet sind, woran wir sie erkennen können und solche Dinge. Und wenn ich verschiedene Wortarten habe, muss ich auch Möglichkeiten haben, sie auseinanderhalten zu können. Und letztlich, wenn wir an die Wegbeschreibung denken, da brauchen wir natürlich auch diese Ortsangaben, ob es eben halt nach links, rechts, oben, unten oder vor und neben und dahinter entsprechend geht. Das benennen wir noch nicht für die Schüler und Schülerinnen mit Präposition, aber es ist natürlich im Kern genau das Gleiche. Wenn wir in den Bereich des Rechtschreibens gehen, kennen wir schon aus der Klasse 1 die sogenannten Silbenhäuser A und B, offene und geschlossene Silbe, was zur Folge hat, bei den offenen Silben werden die Wörter lange gesprochen, bei der geschlossenen werden sie schnell gesprochen. Und jetzt in Klasse 2, relativ früh, kommt das Haus C dazu. Da geht es um die doppelten Mitlaute, die Konsonanten und wie das Ganze entsprechend angeleitet wird. Wenn wir vorher bei den Nomen waren, geht es also auch um verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen Ausnahmefall der Rechtschreibung mit der Großschreibung gestalten, wie wir ihn auch in bestimmte Regularien verorten können. Und dann kommen unten drunter unterschiedliche Phänomene bei den Wörtern, wo es vor allem um den Bereich Dehnung und Doppelung geht. Bei all diesen Sachen kann uns, bei ganz vielen jedenfalls, die Gestaltung in diesen Silbenhäusern behilflich sein. Wenn wir da mal draufschauen auf der linken Seite, das ist sozusagen die Herleitungsseite für das danach befindliche in der Mitte neu gestaltete Silbenhaus C mit den doppelten Konsonanten. Das machen wir auf der linken Seite genau wie in der Klasse 1 auch schon über diese Kontrastpaare. Begrifflichkeiten werden da gegenübergestellt, einmal mit offener, einmal mit geschlossener Silbe, also lang und kurz. Wörter wären das etwa wie Käfer und Koffer, Züge und Zucker oder Hüte und Hütte und so weiter. Und in der Mitte tragen wir dann diese Wörter in diese sogenannten Silbenhäuser ein. Wenn wir auf der linken Seite schauen, da hat sich etwas getan bei den offenen Silben, also diesem Silbenhaus A, wie das im Dach da benannt wird. Gibt es nur noch ein Zimmer für den Starter und ein Zimmer für den Klinger. Das dritte Zimmer, das Sie beim Silbenschieber auch daneben haben, also habe ich hier mal gerade, den ich mich hier mal so reinhalte, da sehen Sie A, B und C sozusagen, erstes, zweites, drittes Zimmer. Das sind die maximal möglichen Belegungen von einem solchen Silbenhaus. Das dritte Zimmer, das kommt erst dazu, wenn wir bei der geschlossenen Silbe auch einen sogenannten Stopper haben, der dann den Klinger an sich ausbreiten hindert. Ja, wenn wir diese
A- und C-Häuser einander gegenüberstellen, kann man also dieses neue Element der Doppelkonsonanten sehr gut darüber trainieren. Und relativ kurze Zeit danach, also 11 Seiten hinten dran, geht es dann nochmal um einen richtigen Quantensprung, kann man sagen, im Rechtschreiben. Wenn diese Wörter, die Verben auf en betrachtet werden, dann brauche ich einfach bei dieser Darstellung von Haus und Garage, so nennen wir diese zweite Silbe, dass man das auch ganz toll optisch und plastisch den Kindern vor Augen führen kann, wie sie zum Wortstamm von diesen Verben kommen. Sie gehen einfach über die Silbengrenze hinaus, nehmen das erste Zimmer von der Garage dazu, knicken dann ab und haben den Wortstamm, in dem dann natürlich auch, wir sehen es hier unten rechts beim Kommen, auch beispielsweise all diese orthografischen Markierungen schon enthalten sind. Das ist natürlich sehr weiterführend, sehr zielführend, weil ich mir nicht immer über jedes einzelne Wort einer Wortfamilie Gedanken machen muss. Ich nehme den Wortstamm und baue dann drumherum entsprechend die Vor- und die Nachsilben. Ja, also Silbenhäuser für das Genannte auf jeden Fall dienlich, aber es geht noch weiter. Wir haben natürlich auch die Bereiche von Ableiten und Verlängern. Bei Ableiten, da brauchen wir gerade diese Einzahl-Mehrzahl-Geschichte für die Nomen. Wir brauchen das Beugen für die Verben. Und die Silbenhäuser, die können uns dann nochmal auf der rechten Seite helfen, wenn wir an das Verlängern gehen. Dann nämlich, wenn wir gerade bei dieser Ausdauerverhärtung sind. Die Kinder lernen sozusagen zunächst das Wort Berge und Körbe und Hände, bevor es dann von dort aus abgeleitet wird über den Wortstamm. Zack, dann bin ich entsprechend auch schon bei der Einzahl und kann entscheiden, okay, B oder P, D oder T und so weiter. Ja, dafür sind die also auch hilfreich. Und dann, klicken, damit ich weiterkomme, geht es in den Bereich der Großschreibung. Auch das brauche ich ja, wenn ich die Nomen schon vorher hatte. Da geht es dann darum, einerseits linke Seite, wie kann ich Nomen erkennen? Rechte Seite, wie kann ich gerade die Nominalgruppen beherrschen, sozusagen, wenn es darum geht, zu erkennen bei einer Vielzahl von vorgeschalteten Wörtern, welches davon muss ich denn jetzt letztendlich auch groß schreiben? Und da hilft einem ein solches Treppenwort, das immer eine Stufe weiter rübergeschoben wird. Und das letzte Wort der Nominalgruppe, das ist immer das, welches dann die Großschreibung verlangt. Ganz egal, wie viele Adjektive ich beispielsweise da vorne dran schalte. Auch eine Forderung vom Rechtschreibrahmen Baden-Württemberg beispielsweise, dass da stärker drauf verwiesen wird und mehr Trainingsfläche den Schülern geboten wird. Ja, wenn wir das zusammennehmen, dann geht es natürlich im Folgenden, dass wir das Ganze verbinden, zu Sätzen. Wir haben drei Arten von Sätzen. Links geht es um die Vorbereitung einer Präsentation eines Lieblingstieres, ganz einfache Aussagesätze. Dann geht es weiter über die Fragewörter, die dann den Fragesatz mit einem anderen Satzschlusszeichen natürlich dann auch einleiten. Und auf der rechten Seite, da haben wir ein Experiment mit Bohnen, die man pflanzt und wegwachsen lässt, die man dabei über 45 Tage beobachtet. Da kann man ein Tagebuch dazu führen, das kann man dokumentieren, medial. All das kann man natürlich wunderbar gestalten in eine solche Umformung von Aufforderungssatz, dass ich also aus dem einfachen Aussagesatz dann eine Aufforderung mache. Erkenntlich natürlich daran beispielsweise, dass die Verbform ganz vorn steht. Gut, wenn wir diese Sätze haben, dann kann ich natürlich auch ein bisschen spielen mit denen und ich kann Vorläufer sozusagen von den Satzteilen, wie sie in Klasse 3, 4 dann mit Subjekt, Prädikat und den Objekten kommen. Ich kann lernen, dass die zentrale Stelle immer beim Verb liegt und dass jetzt nicht unbedingt das Verb an der zweiten Wortstelle, aber in der zweiten Satzteilstelle auf jeden Fall stehen muss. Und die anderen Sachen kann ich hin und her schieben, außer es geht eben um eine Frage beispielsweise. Ja, oder Aussage. Oder Aufforderung. Entschuldigung, wie wir es gerade eben gesehen hatten. Wenn wir das alles zusammen haben, dann kann ich auch
entsprechend in die Textproduktion starten. Also das ist so im Schnelldurchlauf ein bisschen der Aufbau von einem solchen Spracharbeitsheft. Und das umfasst Teil A für den ersten Abschnitt im ersten Halbjahr, Teil B im zweiten Halbjahr. Und dann gab es immer noch einen schlanken, beigelegten Teil C, der nicht durch Reinschreiben bearbeitet wurde, sondern da gab es Kontrollaufgaben, die man extern in ein eigenes Heft entsprechend erledigen konnte. Das hatte zur Folge, dass wir immer mal wieder darauf hingewiesen wurden, man habe jetzt schon 40 Stück oder so etwas da rumliegen, ob wir nicht auch diese Teile A und B ohne dieses schlanke Teil C nochmal anbieten könnten, weil sich das einfach stapelt und man so oder so nichts damit unternimmt. Das haben wir uns gedacht, sollten die Lehrkräfte doch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, denn es geht ja darum, dass wir in regelmäßigen Abständen immer am Kapitelende mit den Kindern sozusagen eine potenziell folgenden Lernkontrolle vorgeschaltete Selbstüberprüfung durchführen, den Kindern dieses Angebot machen, dass sie selber schauen können, wie komme ich denn mit dem Gelernten aus dem Kapitel da eigentlich zurecht. Das heißt, in diesem neuen Teil C, der jetzt auch heißt, das kann ich schon, geht es darum, dass die Kinder für ihre kontinuierliche Selbstbeobachtung hier entsprechend Aufgaben bearbeiten, sich selber auch ein bisschen einschätzen können, um zu gucken, ja, komme ich schon mit zurecht oder vielleicht ein bisschen weniger. Für all diese dann 11 Kapitel haben wir 11, das kann ich schon, Teile. Gibt es kleine Sticker, die am Ende im hinteren Umschlag eingeklebt werden können und dann entsprechend große Piratenlandschaft darstellen. Dabei fehlen aber noch zwei große Sticker. Die bekommt man, wenn man einmal zum Halbjahr und einmal am Ende vom Schuljahr noch einmal einen größeren, bedeutsamen Kontrolltest absolviert. Der heißt dann, was kann ich schon? Und dazu passend gibt es dann auch ein kleines Kompetenzraster, das die Lehrkraft dann begleitend ausfüllen kann. Sie kann beispielsweise auch dann in diesem Bereich üben und wiederholen, ein bisschen was vielleicht, wenn es einen Bedarf gibt, zum rechten Zeitpunkt auch noch, dem Schüler, der Schülerin nahelegen, das eine oder andere sich nochmal anzuschauen. Hier hat man auch so ein bisschen die Grundlage für ein Zwischengespräch mit den Eltern und kann da eigentlich ganz gut etwas dokumentieren. Ja, damit wäre ich, glaube ich, mit dem ersten Teil so langsam am Ende, bis auf die Handlungsorientierung. Denn das ist eine Sache, die, ich glaube, dieses Spracharbeitsheft von Anfang an schon immer auszeichnet, dass es sehr animierend ist für die Kinder. Also kein trockener Unterricht, sondern in vielfältiger Weise sie zu Aktionen, zum Tätigwerden auch wirklich anhält. Neu dabei sind solche Dinge wie Tiere nachmachen und erkennen. Eine Sache, die vor kurzem ich selber geschildert bekam, dass so etwas kein Selbstläufer mehr ist, sondern durchaus Kinder von heute unter Umständen auch darin geschult werden können auf diesem Wege, dass sie sich ein wenig mit der Tierwelt und den Kommunikationsmöglichkeiten dort vertraut machen können. Aber es sind natürlich ganz viele Aufforderungen und Einladungen, dass man zum Beispiel Geschichten auch nachspielt, sie nachstellt, dass man natürlich zweites Halbjahr, zweite Klasse braucht es auch eine Buchpräsentation, aber es geht auch in großem Maße beispielsweise um das Vortragen von ganzen Vorträgen oder von einem Gedicht oder dass ich einen Lesevortrag gezielt vorbereite. Also die Kinder sollen hier in ganz normaler Art und Weise immer durch diese Präsentationsformen auch so langsam geleitet und begleitet werden, damit es auch für sie als Alltäglichkeit so langsam in den normalen Fundus auch übergeht. Es wird auch eine Kompaktausgabe geben, wenn ich das gerade sehe. Jawohl.
Ja, und die Handlungsorientierung führt natürlich nicht nur auf dem analogen Weg zu viel Freude und zu Spaß und zu interessanten Beobachtungen, sondern in großem Maße kann man natürlich auch hier die digitalen Medien nutzen. Wir haben dazu beispielsweise diese Lernumgebung hinterlegt, wie wir sie auch in der Fibel, in der neuen schon drin haben. Aber es geht natürlich auch darum, heißt ja immer einerseits Medienbildung, aber auch Bildung für die digitale Welt, dass die Kinder sich darin auch lernen, zurechtzufinden. Also haben wir beispielsweise auch die Möglichkeit, ein analoges durchgeführtes Hirtenspiel dann auch digital aufzunehmen. Oder wenn wir ein Hörbuch erstellen, dann brauchen wir natürlich einerseits auch dort diese Verbindung von digitalen Elementen bei der Anfertigung, wie aber auch diesen analogen Elementen, wenn ich auch in das Vortragen hineinkomme. Dann natürlich auch zur Selbstbeobachtung, etwa ein Medientagebuch, was konsumiere ich so die Woche über, am Wochenende, welche Medien sind das? Da kann man interessante Vergleiche vielleicht miteinander anstellen. Und es gibt viele Angebote zum Hören. Das heißt, hier soll auch eine Hörschulung, ein Hörtraining vorgenommen werden. Das finden wir genauso natürlich auch im gleich vorgestellten Lesebuch. Wenn wir da ein bisschen kurz drauf gucken, sehen wir, das mache ich jetzt nur hier auf dem Trockenen, die Kapiteleinführungen zu den jeweiligen Kapiteln im Spracharbeitsheft. Das kann man also entweder über einen QR-Code, der auf der Doppelseite immer beinhaltet ist, kann man es einfach über Abscannen sofort aufrufen. Oder aber zeige ich Ihnen auch noch einen Direktlink, dass ich das auch außerhalb von diesem Spracharbeitsheft auch anwählen kann. Im Moment sind dort sechs Übungsformate hinterlegt. Hören, entdecken, verstehen, vertiefen. Das kennen wir schon aus der neuen Fibel. Und die anderen Sachen, Schlangenwörter, Simsalabim, Häuser schreiben und den Rhythmus, diese Kontrastpaarübungen, so etwas war bisher in der separat erhältlichen und separat zu erwerbenden Software drin gewesen. Die wird es natürlich weiterhin dann in einer neu gestalteten Form geben, aber hier haben wir schon mal vier gar nicht unwichtige Elemente, Übungsformate sozusagen gratis in die Buchausgabe integriert. Bei Hören und Entdecken, da geht es vor allem um die Wortschatzarbeit bei Verstehen, Vertiefen. Da sind ganz viele Erklärfilme dann auch eingestellt, sowohl für die Kinder wie auch für die Lehrkräfte. Genau, und das sind sehr ansprechende Übungsformate, die natürlich sehr dazu geeignet sind, dass hier gut differenziert werden kann. Okay, dann kommen wir zum zweiten Teil, zum Lesebuch. Dazu zwei, drei einführende Worte. Eben kam schon gleich die Frage, gibt es auch eine Kompaktausgabe? Das hatten wir sowohl für das Spracharbeitsheft, das wird es auch weiterhin geben, und das hatten wir bisher auch für das Lesebuch. Also eine normale, sogenannte Standardausgabe und eine kompakte Ausgabe. Ebenso hatten wir ein Arbeitsheft dann zum Kompaktlesebuch und ein Arbeitsheft zum Standardlesebuch. Wir haben uns nach längeren Überlegungen und interessanten Diskussionen dafür entschieden, dass wir das nicht mehr so anbieten, sondern wir wollen ein Lesebuch für alle Kinder anbieten. Das ist eine, ja, ich glaube, größere Herausforderung. Jetzt kann ich sagen, gewesen. Ich glaube, das ist durchaus interessant und praktikabel, auch tatsächlich gelungen, so etwas umzusetzen. Wir standen vor allem vor dem Befund, dass diese drei Niveaustufen, wie wir sie sowohl bei uns hatten, wie auch in anderen Lehrwerken immer finden, dass dort die Unterschiede zwischen einzelnen Niveaustufen doch mit der Zeit, gerade zwischen Niveau 2 und 3, ja, ich sag mal, gewollt waren, aber nicht wirklich vorhanden. Jedenfalls nicht immer. Zum anderen gab es natürlich auch immer die Gefahr, dass wir mit dieser klaren Bezifferung und klaren Auseinanderhaltung der Niveaustufen Schubladen
einrichten, sozusagen, in die die Kinder dann relativ schnell hineinkommen, aber nicht mehr so ganz leicht heraus. Denn dann brauche ich ja die permanente Rückmeldung auch immer und die Überprüfungsmöglichkeit. Ist es immer noch wo eins? Ist nicht doch schon zwei? Also da muss man dann immer ein bisschen gucken. Außerdem die Aufgabe am Anfang eines Schuljahres, wem gebe ich welches Buch? Also nicht nur innerhalb eines einzelnen Buches, sondern auch, welche Buchausgabe ist nun die angemessene. Das ist natürlich eine große Herausforderung, da für alle irgendetwas zu finden. Und wir haben das versucht, indem wir nur zwei Niveaustufen klar ausweisen, also sogar eine weniger als vorher in Anbuch. Das heißt, es ist darauf zu achten, wie können wir ihn drin differenzieren? Wie können wir auch einen gleitenden Übergang ohne Barrieren eben den Kindern anbieten, sodass sie sozusagen von einem zum anderen Niveau leicht rüber switchen können? Und zum anderen geht es natürlich auch darum, dass die aktuell sehr angeregte Diskussion um das Lesen, um das kooperative Lesen vor allem unter den Kindern, dass wir das auch in die Übungsformate mit hineinnehmen können. Gucken wir doch einfach mal rein. Zunächst einmal klar, Identifikation, das ist wichtig, das haben wir in der neuen Fibel schon drin gehabt. Es ist die gleiche Klasse, die war vorher die 1b, jetzt geht sie natürlich nach den Ferien weiter in die 2b. Die Kinder sehen auch noch gleich aus, die werden in Klasse 3 und 4 neu gewandelt werden, ein bisschen gewachsen, ein gealtert sein. Wer die noch nicht kennt, kann sich über diesen QR-Code hier unten schlau machen. Da sind einzelne Details zu den Kindern hinterlegt, was sie für Hobbys haben, wie sie leben, welche Eltern sie haben und solche Dinge. Da kann man also ganz schnell sich ein bisschen kundig machen. Wenn wir auf die Bildungsplan-Elemente draufschauen, dann sind das vor allem diese neuen Querschnittsthemen, die sich gerade natürlich in den Texten gut verarbeiten lassen. Das heißt, sie sind sowohl in den Texten wie auch in den Bebilderungen hier integriert. Und genauso natürlich ist dieser Passus unten, diese Medienbildung, Bildung für die digitale Welt, in größerem Maße sowohl in den Aufgabenstellungen wie aber auch schon in den Bildern beispielsweise enthalten. Auch in seiner Kapitelüberschrift, nicht mehr rund um die Bücher, sondern auch um die Medien. Gucken wir in die Mediathek, sehen wir ganz unterschiedliche Angebote, wie ich medial und digital entsprechend verfahren, kommunizieren kann. Aber natürlich auch dann in der hinterlegten, über QR-Code aufrufbaren Lernumgebung. Ja, wie geht es los? Wir haben diese linke Hälfte von diesem im Spracharbeitsheft dann kompletten Seite als Einstiegsbild. Da haben wir immer begleitend ein Hörangebot dazu. Aber vor allem sollen die Kinder dabei genau schauen. Sie sollen bestimmte Dinge lesen, diesen angebotenen Text dazu sich anhören und darüber ins Gespräch miteinander kommen. Wenn wir eben den Begriff der Differenzierung, der wichtig ist, schon angesprochen haben, dann beginnt das auch schon ganz am Anfang bei den Kapiteln. Wenn wir etwa auf die Aufgabe 2 da unten drunter schauen, dann steht dort erzähle oder schreibe zum Bild. Also die Kinder, die da sehr fit schon drin sind, die können sich natürlich schriftlich an einem solchen Austausch beteiligen. Andere, denen es Mühe bereitet, die nicht so schnell vielleicht auch sind, die können das Ganze auf der mündlichen Ebene beitragen und hier am Klassengespräch, am Klassenaustausch teilnehmen. Also solche Differenzierungsmöglichkeiten, ohne dass sie jetzt großartig benannt sind mit Stufe 1, Stufe 2 und so etwas, das ist auf jeden Fall an vielen Stellen in diesem Buch wiederzufinden. Diese Punktdifferenzierung hier unten drunter mit 2, 1 oder 3 Punkten gibt es auch. Das sind die normalen Anforderungsniveaus bezogen auf die Aufgabenstellung, hat aber jetzt mit dem Leseniveau nichts zu tun. Wenn wir auf die rechte Seite dann schauen von dieser Seite, von dieser Einstiegsseite, dann ist das immer eine sogenannte Mach-mit-Seite.
Also hier wollen wir vor allem Kinder dazu anhalten und animieren, dass sie in ganz unterschiedlichen Besetzungen, mal alleine, mal mit einem Partnerkind, mal gemeinschaftlich in der Klasse, hier aktiv werden und auch mit diesem Einstiegsbild, das wir zuvor gesehen hatten, auch richtig ins Arbeiten kommen. Also sie sollen genau sich mit dem Bild auseinandersetzen. Es gibt Rätsel dazu, wo man genau hinschauen muss, auch überlegen muss, welches Tier ist jetzt ein Fleischfresser, welches baut große Hügel und so etwas. Da muss man natürlich auch genau hingucken, um die Tiere zu entdecken, ob die vermeintliche Lösung, die an der gleichen Zirn schießt, ob das auch tatsächlich auf diesem Bild wieder zu entdecken ist. Und auch hier auf der Aufgabe 4, da ist das ablesbar, auch hier gibt es natürlich sofort und immer mal wieder diese Animation, die Anregung ins Handeln zu kommen. Hier jetzt beispielsweise, dass man ein Würfelspiel durchführt. Wenn wir dann zur eigentlichen Leseförderung kommen, dann haben wir, wie gesagt, zwei Niveaustufen, die klar auseinandergewiesen sind, ohne aber, dass sie sozusagen voneinander in großartiger Form getrennt wären. Jetzt hier beim Förster im Wald haben wir linke Seite die große Schrift, wir haben einen überschaubaren Satzbau, wir haben einen relativ einfachen Wortschatz, der hier zugrunde gelegt ist. Und es geht die ganze Zeit so weiter auf der rechten Seite, bis dann so ganz klein ein kleiner Pfeil nach rechts zeigt, neben diesem rosa eingefärbten Kasten, schon gewusst. Der taucht immer mal wieder auf. Und wenn Sie den Text da drinnen sehen, der hat eine kleinere Schrift, der hat einen kleineren Zeilendurchschuss. Sie sehen, das sind komplexere Satzbauten mit drin, mit Haupt- und Nebensatz. Und auch die Auswahl der Wörter verweist doch auf einen größeren Wortschatz. Also hier haben wir dann ein Angebot für diejenigen, die fitter im Lesen sind. Aber die lesen natürlich das andere ganz genauso. Und derjenige, der bis zu dem, was sich daraus alles basteln lässt, entsprechend gekommen ist, und er hat noch ein bisschen Zeit, er kann ja schon mal rüber gucken, rüber linsen in diesen rosa unterlegten schon gewusst Teil, und vielleicht kann er dort auch das eine oder andere entziffern. Auf jeden Fall, die Aufgabenstellungen hinten dran lassen sich mit dem Basis- wie mit dem erweiterten Niveau in gleichem Maße entsprechend beantworten. Alle Kinder können also am Klassengespräch genauso teilnehmen und gemeinschaftlich kann man dann, hier wäre die Aktion, plant in der Klasse einen Ausflug in den Wald. Also, dass man tatsächlich dann auch unter Umständen einen solchen Besuch, entweder beim Förster oder aber nur mit der Lehrkraft, entsprechend dann auch in die Tat umsetzen kann oder zumindest mal so etwas auf dem Papier sich vornimmt. Wenn wir weitergehen in der Leseförderung, im Lesetraining, dann haben wir am Ende von den Kapiteln immer dieses Lesen auf zwei Stufen. Und Sie sehen, hier geht es einerseits, das sehen wir da in der rechten Vignette oben, es geht um das Lesetandem, das ist ja in aller Munde im Moment, also sozusagen um den Sportler und den Trainer, das fittere und das nicht ganz so fitte Kind, die hier gemeinschaftlich sich Texte aussuchen und sie miteinander sozusagen auch durchgehen. Vorgeschaltet ist immer ein solches Wörtertraining für diejenigen, die schon mit ABC der Tiere 2 gearbeitet hatten. Es gab zum Lesebuch immer einen solchen Ringbuchordner mit einem Wörtertraining zur Textvorentlastung. So etwas haben wir jetzt auch integriert in die einzelnen Lesetrainings hier rein. Und da geht es dann um sowohl erweitertes wie auch Einfachniveau, dass wir da schwierige Wörter vorher klären. Und dann kann man gemeinschaftlich mit dem Partnerkind sich Texte aussuchen und sich dann entsprechend im kleineren oder im größeren, im detaillierteren Maße bewegen und miteinander dann auch alle Dinge an Informationen aus diesen Texten herausziehen. Das war das Lesen auf zwei Stufen. Und dann gibt es noch natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir im Wechsel lesen. Hier etwa mit den verteilten Rollen, das Sterntaler Märchen. Wir haben klare Aufteilung für vier beteiligte Lesende.
Und das ist natürlich eine Sache, die besonderen Spaß bereitet, die auch ein bisschen, ich sag mal immer, das eine, wenn alle miteinander lesen, ist das das Chorische, wenn nur einer liest, ist das Solo, das Lesen, das Tandemlesen sind da zwei Beteiligte, aber das Ganze kann man ja auch steigern. Einmal hier mit vier Beteiligten, gleich hinten dran sehen wir, wo nahezu die halbe Klasse beteiligt ist. Da geht es dann auch eher zusätzlich in eine Schulung, dass die Kinder aufeinander hören lernen. Das heißt, sie müssen natürlich immer auch mitlesen, damit sie ihren Einsatz nicht verpassen. Und das sind so ganz schleichende, einfache Möglichkeiten, wie diejenigen, die weniger gerne oder vielleicht nur kürzer etwas lesen, mit dazu bringen, dass sie mehr als nur ihren einen oder zwei Sätze entsprechend dann zum Besten geben. Also wenn wir das jetzt auf der nächsten Seite uns anschauen, da geht es um den Wind, der vom Richter gezerrt wird. Wir haben an Beteiligten den Richter, wir haben fünf Kläger, wir haben sechs Zeugen und noch den Diener dazu. Also ganz viele können hier natürlich mit dabei sein. Und sowas macht natürlich auch enormen Spaß, erfordert aber auch ein gutes Aufeinander hinhören. Ja, dann kommen wir noch um die Lesegeschwindigkeit und Lesegenauigkeit zu befördern zu dieser Abteilung Lies mit Memo. So etwas gab es auch schon, da gibt es schon in der neuen Fibel. Da ging es um ganz bestimmte Abschnitte in der vorgeschalteten Silbenschule, wo es da Zusatzmaterial nochmal gab, dass man wie auf so einem Werkstattapparat sich bei Bedarf dann einfach hinzuziehen kann. Dieses Lies mit Memo ist auch über das ganze Buch verteilt und hier geht es um ganz gezielte Trainingsmaßnahmen für beide Stufen, die wir ausgewiesen haben. Und da geht es eben wirklich darum, dass die Kinder schneller werden, dass sie flüssiger werden. Wir haben das auch in der digitalen Lernumgebung hinten dran. Das ist geplant, dass es auch mit einer Zeitnahme und einer Wiederholfunktion entsprechend ausgestattet werden soll. Denn das sind ja Dinge, die natürlich auch aktuell gefordert werden, dass wir solche Möglichkeiten auch anbieten, dass die Kinder Texte mehrfach lesen, auf die Geschwindigkeiten, auf die Flüssigkeit achten, einfach um darüber auch die Automatisierung möglichst bald erreichen zu können. Wenn wir das im Einzelnen uns mal ein bisschen anschauen, wie ist das gestaltet, etwa hier, da soll man die Sätze genau lesen, ein Wort ist immer zu viel, also es ist bin schön, alle Kinder wiederzusehen. Oder im Klassenzimmer hängen gehen, die Gesprächsregeln. Ganz toll, am Ende auf dem Pausenhofstuhl spielen viele Kinder. Gerade beim letzten kann man sich natürlich relativ einfach dann allein schon mal von der Sinnhaftigkeit ausmalen, dass auf den Stuhl nur schwierig viele Kinder passen. Also war es wahrscheinlich doch das andere Nomen, das da vorne dran steht. Auch hier kann ich allein über diese semantische Verwendung natürlich ins Grübeln kommen, ob das von mir Entzifferte tatsächlich zu einem hinterlegten Satzsinn überhaupt passen kann. Sowas gibt es also bei Memo oder dass wir Bildern passende Sätze zuordnen. Das finde ich schon gar nicht so einfach hier, denn wenn hier vier verschiedene Adjektive jeweils angeboten werden, zu Mio, zu Lilly und zu Adam, dann muss man hier schon ja einerseits das Wort richtig entziffern, zum Zweiten, ja, was ist denn nun mal nochmal neidisch sein, Neid herkommend, ja, dann ja, und wie sieht man dann möglicherweise aus? Ist das mit Tränen verbunden oder ist das eher doch das Stolze? Also da müssen die Kinder schon ein bisschen überlegen und knobeln, genauso natürlich bei den anderen Bildern auch. Also geht es auch einerseits um das Textverständnis, aber auch um die eigene Aktivierung und Erweiterung vielleicht von Wortschatzmöglichkeiten im Ausdruck. Nächste Sache, einen funktionalen Text habe ich hier ausgewählt mit der Tabelle. Geht es um den Kuckuck und andere Zugvögel, wann die sich entsprechend in Mitteleuropa aufhalten? Wie kann ich da Informationen herausziehen? Wie kann ich die
entweder mündlich oder aber schriftlich. Hier haben wir wieder diese direkte Differenzierungsmöglichkeit, die Angebote. Wie kann ich mich dazu entsprechend dann auch äußern und diese Informationen auch weitergeben? Schließlich Gedichte. Die haben an Stellenwert zugenommen und sie sind mindestens in jedem Kapitel einmal vertreten. Am Ende gibt es noch diesen Durchlauf durch den Jahreskreis. Dort gibt es viele Gedichte, zum Teil auch auf zwei Stufen. Und wir haben da eben nicht nur Klassiker sozusagen versammelt, sondern auch Dinge, die Spaß machen, weil sie wie dieses Lügenmärchen doch ganz witzig einfach sind. Genauso auf der rechten Seite, wenn etwas nicht zusammenpasst, der krähende Frosch, der fiepende Hund, das quiekende Huhn und so etwas. Oder aber, wenn ich, wie gerade zuvor schon mal angesprochen, diese Flüssigkeit auch und Geschwindigkeit steigern möchte, dann ist natürlich das Hexengedicht wunderbar dazu geeignet, denn ganz am Ende, und wenn ich glaube, dass ich das kann, der fängt nochmal von vorne an. Dann kann ich also den Durchlauf immer mal wieder aus dem Text her schon begründen. Ja, es geht im Folgenden dann um eine Sache, die wir bisher noch nicht angeboten haben, jedenfalls nicht so benannt. Das ist der sogenannte Leseschatz. Und ich glaube, das hatten wir noch nie im Lesebuch drin. Texte, so klassische wie auch ganz aktuelle, aus aktueller Kinderliteratur entnommen, immer zwei Seiten lang. Texte, die völlig frei von irgendwelchen Aufgabenstellungen daherkommen. Auf diesen Leseschatz wird immer mal wieder schon im Vorfeld verwiesen an passenden Stellen. Und es geht hier auch zum Beispiel um eine Verknüpfung von diesen Texten. An manchen Stellen gelingt das, wie bei dem Buch, das für Wirbel sorgt. Da geht es sozusagen in einer großen Bandbreite über das ganze Buch hinweg, wenn wir auf die erste Textsorte, die da vorgestellt wird, auf die Comicgeschichte rund um Helga und den Esel und die Eselsohren verweisen, dann geht es hier entsprechend auch um ein Buch und um das Lesen an sich. Hier bei Ein Buch sorgt für Wirbel ist die Perspektive mal umgedreht, nämlich das Buch erzählt, wie es ihm ergeht. Und damit wird auch nochmal was aufgegriffen, was wir beispielsweise eben bei dieser Waldeinstiegsseite schon hatten. Es gibt ja in ABC der Tiere der neuen Fassung seit Klasse 1 ein, ja, sozusagen ein Leittier. Das ist ein begleitendes Leittier, das ist Nemo, dieses Eichhörnchen. Und da kann man auch immer gucken bei den Einstiegsbildern, wo hat sich der Nemo denn dieses Mal versteckt? Da sitzt er auf dem Baum. Und in der digitalen Umgebung, da gibt es beispielsweise Hörtext, bei dem spricht dann auch Nemo von diesem Baum herunter und berichtet, was es von dort oben alles entsprechend ausmachen kann, entdecken kann. Also mal die Perspektive umgedreht. Genauso wie hier bei dem Buch, das über sein Wohlergehen oder sein Befinden da entsprechend berichtet. Diese 10 Texte gibt es dann auch, wie wir gleich sehen, in der digitalen Lernumgebung und zwar mit Differenzierungsangeboten auch nach oben, dass wir eben halt mal an die richtig fitten, starken Schüler und Schülerinnen denken, die irgendwann ja gerne auch mal ohne diese Silbierung auskommen möchten. Und das bieten wir dann in der digitalen Umgebung entsprechend auch an. Ja, wir haben natürlich über das Buch verteilt, das habe ich schon mal angesprochen gehabt, diese Handlungsorientierung. Wenn wir etwa eine solche Mitmachgeschichte uns, Seite 33, glaube ich, ist das, vor Augen führen, hier gibt es einen Text, in dem kommt immer mal wieder eines dieser drei Verben vor mit dem Sehen, dem Hören und dem Fühlen. Und dann sollen die Zuhörenden in der Klasse entsprechend auch das Ganze begleiten, nämlich mit ihren Händen, mit Gesten, die sie da durchführen. Das heißt, sie müssen genau zuhören, sie müssen genau wissen, aha, da muss ich nochmal das machen, da kommt das jetzt. Und so kann ich auch interaktiv sozusagen den Text hier gestalten.
Handlungsorientierung immer schon mal, dass wir auch die Verbindung zur Sachkunde herstellen, entweder jetzt hier bei den Bohnen, Pflanz- und Beobachtungsprojekt, vielleicht kommt auch noch der Löwenzahn mit dazu. Das kann ich entweder malen hier unten oder ein Bohnentagebuch schreiben, ein E-Book erstellen. So ganz viele Umsetzungs- wie auch Differenzierungsmöglichkeiten bieten solche Sachtexte natürlich und Sachkunde-Themen natürlich auch an. Alibaba dazwischen geschaltet noch gerade. Da haben wir einen der wenigen Texte, den es nur, Sie sehen das in einem kleinen Pfeil hier oben, vor dem in Persien startenden Text, der nur auf der erweiterten Niveaustufe angeboten wird. Und wenn wir da unten nochmal drauf schauen, da geht es um das Hörspiel, also den Übertrag in die Aktion. Das Ganze kann ich auch noch beschallen, dadurch, dass ich unterschiedliche Instrumente auch noch mit integriere. Auch hier wieder eine Verknüpfung zu den früheren in Baden-Württemberg MNK, MENOK genannten Fächerverbund, der sich natürlich an verschiedensten Stellen immer mal wieder auch zur Reaktivierung anbietet. Ja, dann kommt das mit dem Löwenzahn, dass ich da herum experimentiere, das entsprechend hier auch umgestalte. Einerseits kann ich dann eine Dekoration daraus bauen, zum anderen aber natürlich auch das Verhalten von dieser frisch gepflückten Löwenzahnpflanze auch beobachten. Auch hier wieder so ein schon gewusst Teil, das heißt also auf dem höheren Niveau geballte Informationen über den eigentlichen Experimentalteil hinaus. Ja, ganz spannend. Wie kann ich Spannung aufbauen in den Texten? Indem ich zum Beispiel in der Mitte kurz mal stoppe, links unten hier auf Seite 68, wie geht es weiter? Und dann sollen die Kinder auf der rechten Seite bei Nummer 1, bei Nummer 2 erstmal sich nur die Überschrift anschauen und überlegen, ja, das eine oder das andere, das spricht mich eigentlich mehr an. Und dann haben sie ein ausgestaltetes mögliches Ende. Kann das auch so sagen, rechte Gruppe, linke Gruppe, ihr lest die 1, ihr lest die 2. Und dann könnt ihr miteinander in Kontakt treten. Wie ging es bei euch aus, wie bei uns? Und so kann ich natürlich das Ganze offen halten und auch die Fantasie enorm natürlich auch anregen. Das heißt, ich könnte hier unten auch, weil die Geschichte nicht ganz zu Ende ist, überlegen, wie geht es selber weiter und das Ganze wieder bindifferenzierend erzählen oder schreiben. Ganz direkt an den Leser, an die Leserin wendet sich dann die erzählende Person im Märchen von der Frau Holle. Nachdem die glückliche Marie hier durchgeführt wurde, geht es dann zur faulen Tochter. Und dann plötzlich wird der Lesende angesprochen. Was meinst du? Regnete es für sie, also für die spätere Pechmarie, am Ende trotzdem Gold? Hier also eine Aufforderung, sich selber Gedanken zu machen, wie könnte es weitergehen? Und dann die Überprüfung mit dem tatsächlichen Ende. Digital haben wir immer die Möglichkeit, dorthin zu gelangen über diesen QR-Code. Auf der rechten Doppelseite finden Sie den oder über einen solchen Direktlink. Auch dann kommen Sie, wenn Sie nur den Computer zur Verfügung haben, direkt auf die hinterlegte Lernumgebung. Das sieht dann ungefähr so aus. Sie haben pro Doppelseite immer ein solches Übungsangebot. Und dabei gibt es beispielsweise diese Übungen zum Hören und Entdecken, ähnlich wie wir es in dem Spracharbeitsheft auch hatten. Sie sehen hier schon mal eingezeichnet, so klein, diese roten Punkte. Da kann man immer toll die Wortschatzarbeit durchführen, die Wortschatzerweiterung. Wenn jetzt hier beim Korb beispielsweise, der am Baum da zu Füßen steht, draufklickt, dann bekommt man vorgesprochen, der Korb oder ein Korb, viele Körbe, die Mehrzahl und dann die Verwendung in der Satzumgebung. Im Korb liegen viele Äpfel. Oder ich habe hier Sterne. In der Fibel war das immer ein blauer Stern. Es gibt aber auch hier links beim Baum einen orangenen Stern. Hier sind noch Entdeckertexte hinterlegt, die ich anhören kann. Und dann gibt es beispielsweise auch hierzu Aufgaben für das Hörverstehen und ich kann auch die Lösungsseite darüber aufrufen.
beim Mitlesen, Vorlesen? Geht es eher um die Möglichkeit, mir das vorsprechen zu lassen oder auch mitzulesen? Da kann ich das Auge beispielsweise ein- oder ausblenden. Und das Ganze kann ich auch ganz silbiert immer entsprechend machen. Hier habe ich gerade gestoppt gehabt bei der Nordsee. Das wäre das nächste gewesen. Und auch dort gibt es einen zweiten Teil. Da habe ich dann dieses Angebot aus dem Leseschatz, wenn wir entweder in hellgrau, dunkelgrau oder ganz rechts dann das Ganze unsilbiert für die starken, fitten Leser und Leserinnen uns anzeigen lassen wollen. Also auch im digitalen Bereich, da kann man natürlich enorm viel unterbringen, auch was die Lehrplananforderungen angeht, aber auch als Differenzierungsmöglichkeit ist es da sehr einfach. Ja, am Ende vom Buch finden Sie noch diesen Werkstattapparat, der recht groß geworden ist. Wir haben immer schon im Buch drin 7 verschiedene Lesetipps, die aber hier nochmal geballt zusammengefasst sind zu den Phasen vor, während und nach dem Lesen. Aber auch die Methoden, wie wir das mit dem Lesen durchführen wollen, sind hier nochmal genau erklärt. Zum verteilten Rollenspiel im Wechsellesen, im Tandemlesen und so etwas. Aber auch beispielsweise hier das mit den Hörstrategien, das wird auch genauso wie die Medien am Ende nochmal genau vorgestellt hier. Ja, auch hier, das am Ende gibt es eine begleitende Diagnostik mit diesem, das kann ich schon, Bogen. Das wird angeboten auf 3 DIN A4 Seiten. Die haben immer so eine Möglichkeit der Durcheinander, des Durchschnittes, der Halbierung in 2 Teilen. Also insgesamt aus 3 DIN A4 werden dann 6 DIN A5 Zettel. Die können Sie dann, wenn Sie meinen, es ist gerade der richtige Zeitpunkt dafür, an die Kinder einzeln austeilen, nicht alle auf einmal, um sie nicht zu überfordern. Immer dann beispielsweise, wenn Sie mit den Kindern über das Lesen gesprochen haben. Welche Erfahrungen haben die Kinder da gemacht? Und genauso kann ich das Ganze natürlich auch begleiten in einem Kompetenzraster innerhalb von einem solchen Beobachtungsbogen für die Lehrkraft. Das andere also eher der Reflexionsbogen für die Kinder. Wie geht das mit meinem Lesen weiter? Wann mache ich das? Was lese ich gerne? Welche Erfahrungen habe ich dabei gemacht? Und genauso ist dann hier die Beobachtung durch die Lehrkraft möglich. Zum Abschluss. Es gibt natürlich begleitend ein Lehrmaterial für die Lehrkräfte. Wenn ich das richtig gezählt habe, gab es bisher 5 Handbücher. Wir wollen das zusammenführen in ein einziges Handbuch. Das wird dann nicht 5-mal so dick wie bisher, sondern es soll sogar schlanker werden. Und wir versuchen das zu erreichen, indem wir auch bestimmte Dinge auslagern. Nämlich solche Dinge, die vor allem auch in den sogenannten Differenzierungsordner, die Arbeitsblätter zur individuellen Förderung, Differenzierung heißt das im Moment. Den wollen wir einmal für den Bereich Sprache, Spracharbeitsheft, Sprachbuch machen und neu auflegen, einen zweiten für die Begleitung des Lesebuches. Dort sind dann auch diese angeführten Teilbereiche in größerem Maße mit enthalten. Und so wollen wir es ganz klar strukturieren, dass man sich einerseits auf die reine Durchführung des Unterrichtes, ähnlich wie in Klasse 1 gibt es dann auch in 2 diese Let's Teach-Karten auf stabilerem Karton, die man mit in den Unterricht nehmen kann, wenn man es möchte. Vorbereitung, Nachbereitung, Durchführung ist da alles drauf. Das möchten wir also ein bisschen einfacher und praktikabler gestalten. Das mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, Sie sehen bei dem abgebildeten Handbuch, natürlich wird es auch in digitaler Form diesen Unterrichtsgestalter geben. Aber das ist im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik. Erstmal kommt jetzt das Lesebuch und das Spracharbeitsheft. Erstmalig sehe ich das selber dann auch in live auf der Didakta in der nächsten Woche. Und dann kommt es auch zu Ihnen entsprechend das Lesebuch der Prüfauflage an die Schule. Gut, damit bin ich erstmal hier durch und beende zunächst einmal die